Und weiter geht's mit dem Night Cup. Bei Grid. Was haben wir denn heute? Haben wir da. Okay. Nehmen wir halt den Porsche. Sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Es dauert nicht mehr lange und das Eröffnungsrennen kann losgehen. Mhm. Bleiben Sie dran. Auf geht's. Ah, das war eine Lücke, die ich nicht... Vorsicht, du hast dieses Auto einmal zu oft gemacht. Und ich bin mal vorbei weggedrückt. Da hat's aber heute sonst. Schön ausgespielt. So. Schön aus vorbei und dann haben wir sie beide. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Aber lange Strecke, 6, 2 Minuten. Yeah.
So, wieder Richtung Ziel und dann haben wir noch eine Runde. Jo. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Das hat schon wieder Zeug gekostet. Ein bisschen abzusitzen jetzt. Trotzdem schön. Ja. Geschafft. Rennen 1. Geht an uns. So. Gut. Rennen Nummer 2. Von 6. Hier in Sepang kann man einen wunderschönen Mond und einen tollen Sternenhimmel bestaunen. Aber das wahre Schauspiel, da tut mir leid, Malaysia. Die Anleitung ist bereit für den Start. Bleib lieber auf Abstand, damit sich die Lage wieder beruhigt. Hey, was machst du da? Das war natürlich, dann wird das auch in den Bein geschossen.
an, müssen wir das dann bitte machen von am Ende des Feldes ausrollen. Da will auch einer vorbei. Ist aber irgendwie nicht gelöst, Runde 1 ist vorbei und du bist etwas langsam. Ja. Kämpf dich nach vorne. Ja, hier tut mir wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Jetzt zeige ich auf ein bestimmtes Auto davon abzugesehen. Sind wir zumindest wieder auf 8. Das muss jetzt eigentlich in der letzten Runde echt passen. Ich habe 100% schon mit 2 Sekunden Strafe. Das ist die letzte Runde. Wer will sich den Sieg holen? Bleib in Führung. Letzte Runde. Yes, es reicht. Trotz der Strafe. Hm, 2 Sekunden bekommen. Trotzdem noch gut. Ah, noch guten Vorsprung gehabt. Okay, alles gut. Ich habe so meinen Rivalen da vorne mal geschlagen. So. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Und das nächste Rennen ist Shanghai. Ist doch schon 1, 2. Ja, dritte Rennen. Okay. Ein Rennen haben wir danach noch. Wir starten von P8.
Willkommen in Shanghai, liebe Zuschauer auf dem Weg zu Ihren Plätzen. Kristen, was erwartet uns hier? Ich. Okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Boah, schon Level 50, wir haben nur 41, glaube ich, oder so. Ja, wir müssen... Pass auf deine Scheinwerfer auf, damit sie brennen, nicht ausfallen. Ja, ich... Jetzt wieder versucht, mich da vorne zu setzen, und dann geht's. Vorteil ist, dass wir schön hier außen am Verkehr vorbeizukommen. Und wir führen. Oh ja, das ist die Strecke, ich erinnere mich. Die sind wir nämlich schon mal andersrum gefahren. Auf der Tunnel. Ja, ja. Ah, der war schön, der war schön in dem Tunnel hier. Weiter nicht in der Runde 2. Dort noch ein bisschen. Jetzt geht's klar. Weite Runde. Guter Start. Bleib an der Spitze. Also rum ist die Strecke ein bisschen einfacher, wie ich ehrlich bin. Wir haben auch schon andere... Anders haben wir schon so Probleme gehabt, aber jetzt geht's. Die Folge ist deswegen halt so in letzter Woche, wo wir da nur so 5-6 Minuten Ding anwarten. Aber das soll nur so passen. Wir nehmen halt, wie es kommt. Nee. Jetzt gleich in die letzte Runde. Nach dieser Kurve hier? Ja, da ist es doch. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Schön nehmen. Der Brücke lange. Mit schönen Inschrift hier rum um die Kurve. Geht auch mit dem Porsche. So, fast das, wenn ich zu nah an die Tunnelwand fahren. Ich glaube, es wird eigentlich verdammt groß sein. Aber die Konzentration ist hochgeblieben.
bleiben. Das ist genau das, was ich meine. Ein wieder Fehler und dann alles dahin. Das ist halt schon ziemlich groß, war. Aber das hat es hier definitiv gekostet, aber es reicht auch zum Sieg. Und Rennen Nummer 3 geht ebenfalls aus. So. Und jetzt geht's weiter mit dem letzten Rennen. Das letzte Rennen ist Sejong, okay. 3 Runden. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Das wird wohl noch einen harten Kampf geben. Es war bis jetzt ein tolles Rennen und so wie die Punkte verteilt sind, gibt es ein paar potenzielle Sieger. Aber wer wird es sein? Ich bin echt gespannt. Okay, tut mir leid. Ich glaube, es geht jeden Moment. Na gut. Auf P16 gibt es ein letztes Rennen hier. Und das wollen wir dann mal offen. Da haben wir schon mal mitgegeben. Da kann ich nichts für, dass ich jetzt die Abkürzung da kam. So, vorbei ist an meiner Porsche. Jetzt packe ich mir hin, den Kollegen, noch schnell. Die 2-Sekunden-Strafe, da müssen wir uns jetzt absetzen. Wollen wir das letzte Rennen auch gewinnen? Wie gesagt, ich kann eigentlich nichts dafür.
wichtig ist, das so ein Platz setzen können. Umso größer der Abstand, umso besser ist es. Wie gesagt, ich kriege wahrscheinlich die Strafe. Ja, es war Abkürzung, aber wir können nichts dafür. Dann habe ich nur einen Schlag bekommen. Aber das hat man ja schon mal. In irgendeinem Rennen. Wir haben nur ungefähr rechtzeitig die Strafe bekommen, weil uns einer ein bisschen rausgepusht hat. Und dadurch haben wir damit den Sieg verloren. Der ist wahrscheinlich groß genug da. Aber jetzt scheint er ziemlich groß zu sein. In der Jahrmarkt nehmen. Jetzt geht es nämlich in die letzte Runde. Ja, 38,5 die letzte. Dann komplett in der Vorbereitung drin. Ich habe ja diese Folge raus, man sind und bin ich gar nicht zu Hause. Weil ich dann quasi mehr oder weniger im Urlaub bin. Also das sind jetzt die ganzen Vorbereitungen für die nächsten Tage. Das letzte Rennen auch in dieser Leittour. Yeah. So, 178.000 gibt es noch. Und das haben wir, ja, wie gesagt, die 2 Sekunden Strafe, aber die tut nicht weh. Das Spiel sagt einfach, du hast abgekürzt und wie es dann letztendlich zustande gekommen ist, weiß ich nicht. Entscheidet er nicht. Wie gesagt, diesmal tut es nicht weh. Ändert nichts daran. Level 42. Und wir haben das Ding ziemlich deutlich gewonnen. Bei dem Aston Martin und einem Camaro, okay. Ja, und dann sind wir durch. Und der mit der Euro GT geht's dann im nächsten Mal, beim nächsten Mal weiter. Ja, am Montag, ja.